Süßen damit recht herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Legendary Edition. So, von da sind wir bestimmt gekommen. Oh, ich konnte überhaupt nicht schlafen letzte Nacht. Einfach wurscht gemacht. Ich kenne dieses Symbol. Sieht aus wie ein Gangzeichen. Die Talons. Meinen Besitz haben sie auch immer beschmiert. Wieder das Symbol der Talons. Ein möglicher Hinweis auf einen Widerstand. Könnte nützlich sein. Eis, nur ein paar Credits. Munition. Einer meiner Soldaten am Kraftfeld. Da gehen wir mal dorthin, wa? Was zum Teufel macht er da? Oh, krasse Kampfmerk. Ausschalten! Diese Max kommen durch das Kraftfeld. Bleib stehen, du Stück Scheiße! Systemausfall in Kürze. Also die MP ist übelst geil. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen overpowered ist. Die Mistkerle sind schnell. So ganz kleines Bild habe ich das Gefühl, sie sind overpowered, ey, die Dinger. Down in Kürze. Das Kraftfeld muss untersucht werden. Also, das Ding zerlegt alles. So schnell zerlegt keine andere Waffe die Gegner. Also, hier drüben, Shepard. Ich frage mich, ob die anderen N7 Waffen auch so extrem sind. Wir auf jeden Fall dann reinziehen. Die Moneten haben wir 9000. Oh, Alter, sind wir reich. Armer Idiot. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kraftfelder ein Problem sein werden. Sind wir blockiert? Diesmal nicht. Kommen Sie. Hier entlang. Keine andere Erfahrung. Was machen Sie da? Sie in ein Geheimnis einweihen. Die Leiter runter. Schrotflinten-Upgrade. So. Panzerung ist geil, Digga. Aber das ist, Problem ist halt der Helm. Gut, in Videosequenzen ist schon mal gut, dass kein Helm ist. Wer da? Zeigen Sie sich! Bei den Geistern, sieh mal an! Aria Tilok. Enzio? Nyrene? Was zum Teufel machst du hier? Katz und Maus spielen. Versuchen, am Leben zu bleiben. Wenn diese Tunnel nicht wären. Meine Tunnel. Zum Glück habe ich sie dir gezeigt.
Andernfalls wäre ich längst tot oder gefangen. Arya traut nur wenigen. Sie müssen gut befreundet sein. Ich weiß nicht. Sind wir das, Arya? Shepard, das ist Nareen Kandros, früher turianisches Militär. Wir kennen uns schon ewig. Ich habe sehr viele Fragen, aber das muss warten. Komm mit, wir bringen dich in Sicherheit. Ich gebe mein Bestes. Bereit, diese Waffe auch einzusetzen? Sie ahnen gar nicht, wie bereit. Warum sind Sie zurückgekommen, Arya? Um mein Eigentum zu beanspruchen. Sie haben also etwas zurückgelassen? Nicht etwas. 300 alles. Credits. Der N7-Kanal. Bewaffnung ändern. Ein N7-Sturmgewehr. Aber noch. Credits. Okay, das ist Feuerstoß-Automat. Ja, Feuerstoß halt. Bossy. Arya, Sie haben recht. Wir werden angegriffen. Wie ist der Flottenstatus? Landen noch im Bunker. Feind draußen halten. Abriegeln. Sofort. Schutztüren runterlassen. Schutztüren runterlassen. Haben wir noch so da? Mehr Durchschlags. Mod. Ja, da runter. Höchstkugeln durch. Funktioniert nicht wohl. Objekte allerdings mit 65% verringerten Schaden. Generiert also den. Ne? Ja, dann bleibe ich doch lieber bei Dings. Bei der Magazinkapazität. Ja, bekabelte Füße. Mir gefällt die Rüstung echt gern. Echt gern, echt gut. Wenn ja, gut, der Helm passt schon. Solange im Gespräch aus ist, ist alles tutti frutti. Im Gefecht zählt es jetzt nicht wirklich. Bray, warum sind die Kanonen nicht online? Etwas stört sie. Versuche Identifizierung. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Mal gucken, ob die auch so effektiv ist. Auf jeden Fall ist es richtig gut, nein. Egal, dieses Deckungssystem manchmal. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Shutdown im Systemausfall in Kürze. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Ja, die Mechs sind echt bestialisch. Ah,
Vor allem rennen die Max Clive uns los, ne? Die drehen sich alle rum, zack. Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Sie sind in unserer Flanke. Omega gehört mir. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Alter, diese Alien Dreckmax, ey. Fallen den Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Alles klar. Besser wäre es, wenn die den Feind für uns ablenken würden. Systemausfall in Kürze. Also die mit ihren behinderten Schilden. Gehört mir. Ja, ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Alter, dieser Wichser. Sie mit ihren Granaten rumwerfen, Alter. Und nichts anderes zu tun. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Distanz geht eigentlich das. Sie sind in unserer Flanke. Omega gehört mir. Systemausfall in Kürze. Ich bin wieder da, ja. Die Formation. Wir finden ihn. Achtung, Feind! Achtung, Feind, wo? Ach, oder? Thank you.
kommt denn die ganze Kammer her? Der Techniker ist immer noch da draußen. Erledigt. Oh klar, jetzt kommt schon wieder so Atlas. Konzentration auf den Atlas! Feuer! Gehen Sie zur Schutztür! Eine Weile auf Distanz. Gehen wir rein. Bunkerteam, Brücke einziehen und Schutztür runterlassen. Wir kommen rein. So blutig sieht es auch im Originalspiel jetzt gerade gar nicht aus. Das war jetzt bloß Film. Wir sind drin. Abriegeln. Hey, Ashley's. Panzerung. Aria, ich weiß, das hier ist eine Festung. Aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Ich habe nicht vor, rumzusitzen. Und Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe. Und was das angeht... Nyrene. Du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und habe alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Nyrene ist militärisch ausgebildet und kann uns nützlich sein. Ziemlich vertrauensselig, was, Shepard? Nyrene hat Omegas, wie hast du es genannt, moralischen Bankrott immer gehasst.
Willst du ihn jetzt verteidigen? Jedenfalls will ich diese Station befreien. Du bist aus der Übung, schießt aber immer noch gut. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Sofort. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass Sie hier eine blutige Schneise schlagen, irren Sie sich gewaltig. Und wenn Sie glauben, mich ändern zu können, dürfen Sie es gern versuchen. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Die Rüstung ist trotzdem geil. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Phoenix! Aus dem ersten Teil! Dass sie die Rüstungsmodelle nur verwenden, ne? Ma'am. Geht ab. Gucken wir uns mal schnell um hier. Shepard. Shepard. Ich glaube, die sind alle ganz, ganz froh, dass ich hier bin, ne? Die sieht auch von hinten so ein bisschen breiter aus, ist ein bisschen hier. Und das ist auch schon Master Chief-like, ne? Mindestens mit den Schultern gestickt wurde. Cerberus weiß, dass wir hier sind. Wir richten Schichten für den Kampf ein. Also achten Sie auf die aktualisierten Dienstpläne. Außerdem haben wir einige Nachschublieferungen verloren. Was ich damit sagen will, jeder verdammte Schuss zählt. Sobald wir in andere Teile der Station vorgedrungen sind, nehmen wir an hier. Ja, der hat sich übergeben. An die Arbeit. Los, an die Arbeit. Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Aria möchte mit Ihnen sprechen. Sicherheitsoverride. Aria möchte mit Ihnen sprechen. Ah ja. Ja, ich finde die richtig. Einziges Problem, was ich damit habe, ist halt wirklich Dings. Ist halt wirklich der Helm. Ich hätte lieber keinen Helm. Ach, ich gebe auf. Lieber einen Helm als gar keine Rüstung, wa? Rock, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest. Endlich! Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Leite das System auf! Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zutritt. Da
Wird das Batterie auch noch eigentlich Menschen hassen? Die Vorräte werden knapp werden. Die recht freundlich. Wenn wir die Lieferung nicht verloren hätten. S, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Ah ja. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss hier irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleiche das an mit meinen Stationsplänen ab, um rauszufinden. Ja, was ist denn? Haben Sie kurz Zeit? Wir müssen los, aber was beschäftigt Sie? Wenn die Talons rekrutiert sind, wie erreichen wir dann den General? Ich arbeite daran. Sein Kontrollzentrum ist im Afterlife. Ohne Zweifel, pure Absicht, um mich zu verärgern. Er will Sie damit nur aus der Ruhe bringen. Wut bringt Konzentration. Die seltsamen Kraftfelder blockieren den Zugang zum Großteil der Station, auch zum Afterlife. Wenn unser aktuelles Ziel erreicht ist, werde ich nach einem Weg suchen, sie zu umgehen. Genug geredet. Ist noch was oder können wir weitermachen? Erzählen Sie mir von den Söldnern, die wir anheuern wollen. Drogenschmuggler und Halsabschneider, aber gut organisiert. Das ist der Unterschied. Sie scheinen zivilisierter zu sein als etwa das Blood Pack. Aber im Grunde sind sie genauso ehrlos. Wir müssen an ihre Gier appellieren, um sie zu kriegen und auf Kurs zu halten. Müssen Sie sonst noch was wissen? Jo. Anscheinend steckt mehr hinter Nyrene, als man vermutet. Sie meinen ihr Verschwinden? Ganz ehrlich, ich bin nicht besorgt. Bei jedem anderen wäre ich auf Blut aus. Aber Nyrene ist eine Variable, die ich im Griff habe. Sie hat einen Moralkodex. Die Tugend quillt nur so aus ihr raus. Sie beide waren bestimmt ein interessantes Paar. Gegensätze ziehen sich an. Es war kraftvoll, aber zum Scheitern verurteilt. Nyrene zeigte keinerlei Flexibilität. Sie kam nicht zurecht mit den Problemen meines Lebens. Mehr kriegen Sie zu dem Thema nicht aus mir raus, Shepard. Ist sonst noch was? Ah ja. Erzählen Sie mir mehr über Petrovsky. Er maßt sich an, auf meinem Thron zu sitzen. Nur das zählt. Okay, Sie hassen ihn, aber ich muss wissen, mit wem wir uns da anlegen. In Ordnung. Ich gebe zu, er ist nicht wie die anderen Cerberus-Agenten, die ich kenne. Er ist klug, denkt strategisch, ist unberechenbar. Er ist wie sein Boss. Ganz egal, wer leidet und was es kostet, er schreckt vor nichts zurück. Um ihn zu besiegen, müssen wir bereit sein, auch so zu handeln. Ist das Verhör jetzt zu Ende? Wir haben nämlich kaum Zeit. Fürs Erste sind Sie erlöst. Gut. Ich treffe Sie am Ausgang bei der Waffenkammer. Jojo, alles klar. Hier noch irgendwas? Irgendwas Schönes? Untersuche Cerberus-Aktivität. Ah, das können Sie machen. Ma'am,
Sam. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wa? Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.